Ni hao aus Taipei, Taiwan. Ich bin Sascha von netbooknews.de und ich packe wieder was aus. Und zwar habe ich das von Nokia Taiwan bekommen. Es ist irgendwie Nokia-Auspackzeit und Testzeit für mich im Moment. Und zwar ist es der Nokia 360 Lautsprecher. Und den schauen wir uns mal ganz genau an, weil der hat irgendein Feature, was ich so abgefahren und geil finde, dass ich wirklich sagen muss, eigentlich ist es mein Zubehör und mein Gadget des Jahres 2011. Also auspacken, anschauen und ja, staunen. Erstmal haben wir hier die Kiste selber. Schöne blaue Verpackung, deswegen habe ich auch den blauen Lautsprecher bekommen. Übrigens habt ihr hier gleich in der Verpackung die Anleitung drin. Ihr braucht da kein Heftchen oder wie auch immer. Hier ist genau beschrieben, wie die Nummer funktioniert und es ist wirklich sowas von kindereinfach. Kindereinfach ist auch schön, kinderleicht meine ich natürlich. Hier haben wir dann nochmal ein Netzteil mit einem Micro-USB-Anschluss. Okay, Mund zu voll genommen, hier ist tatsächlich eine Anleitung drin für, ja, ich benenne diese Bevölkerungsgruppe jetzt nicht. Das ist ganz einfach ein entsprechender Audiokabel und dann haben sie, was ich einfach klasse finde, weil generell bei all den Nokia Lumia Sachen und den Speaker, alles was ich ausgepackt habe, sehr hochwertige Verpackung und immer hochwertiges Zubehör. Hier haben wir noch so einen, ja, Sack. Ich nenne es mal einfach Sack. Was ist denn das hier? Wie so ein Taucheranzug. Wie heißt denn das Zeug noch? Poli hast du nicht gesehen. Ja, falls ihr das Gerät noch mit durch die Gegend schlurren wollt, dann gibt es halt den Sack. Erinnert mich so ein bisschen an Donnerlüppchen von Jürgen von der Lippe. Da gab es immer so ein Spielchen, der Prominente im Sack. Da wurde dann immer einer reingekratzt und der musste ja, erraten werden. Gut, da ist das Gerät. Kostet so etwa knapp über 100 Euro und ist in meinen Augen jeden Cent wert. Ich zeige euch jetzt warum. Erstmal gucken wir uns das Gerät selber an. Hier habt ihr entsprechend eine Lautstärkeregelung. Hier könnt ihr eine Bluetooth-Verbindung aufbauen. Hier ist ja so ein kleiner Subwoofer-Ausgang. Unten seht ihr nochmal eine Anleitung, wie es funktionieren soll. Und hinten An- und Ausschalter, Micro-USB und entsprechend, was ist das, Line-In. Genau. Und oben habt ihr hier so ein Feld. Da seht ihr NFC drauf. Was es damit auf sich hat, das zeige ich euch gleich. Erstmal schmeißen wir die Kiste an. Uhuhuhu, not too bad. Here we go. Ich lege den mal. Ah, stellen wir mal besser. So, hier haben wir das Samsung Galaxy S2, nach wie vor mein Lieblingshandy. Handy habe ich nicht gesagt, Smartphone natürlich, obwohl intelligente Telefone, irgendwie habe ich da ein ähnliches Problem mit, wie mit den Smart Bombs. Aber das soll nicht unser Thema sein, sondern ich möchte euch natürlich zeigen, wie ihr das ganz einfach, das S2 und jedes andere Handy mit Bluetooth oder jedes andere Gerät mit Bluetooth, wir könnten theoretisch auch ja, eine PlayStation nehmen und wie ihr den Spaß verbindet mit dem 360er Speaker. Bluetooth ist angeschaltet. Da seht ihr Nokia Play 360. Jetzt verbinden wir den mal. Da habt ihr kurz den Sound gehört. Und dann sagt er euch, okay, Junge, gib Gas. Noch Fragen? Sofort ein richtig geiler Sound. Und nicht leise. Und nach wie vor in einer richtig guten Qualität. Ich mache jetzt mal ein bisschen lauter und mache eine kleine Kamerafahrt. Ja, jetzt geht es hier voll in der Hollywood-Abteilung. Da seht ihr übrigens den ganzen Trash vom Auspacken der letzten Tage. Liegt alles noch in der Ecke. Und ja, hier läuft ohne Probleme. Mach mal ein bisschen lauter. Und ihr seht, das funktioniert richtig klasse. Jetzt müssen wir das Tripod hier wieder vernünftig hingestellt bekommen. Und wir machen die Kiste mal aus. Und vor allen Dingen haue ich mal Bluetooth wieder aus. Und will euch jetzt noch was viel Geileres zeigen. Mit dem Nokia Lumia könnt ihr natürlich euch auch über Bluetooth verbinden. Was aber noch viel abgefahrener ist, ist ganz einfach hier oben NFC oder NFC. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt in wenigen Sekunden. Da ist mein Nokia N9 und das hat hier ein NFC-Modul eingebaut. Und was ich machen muss, ist einfach
Bing. Da habt ihr es gehört. NFC hat er gefunden und dann sagt er Nokia Play 360 Grad connected. Das war's schon. Ihr müsst nichts mehr rumfummeln, mit Bluetooth suchen und könnt dann hier eigentlich sofort Gas geben. Ist das wohl geil? Smoking Suckers with Logic. Nur ein Album rausgebracht, Anfang der 90er Jahre. Absolute Anspieltipp. Und der Sound ist einfach richtig cool. Und deswegen habe ich mir nicht nur einen Speaker noch geholt, sondern werde mir auch noch einen zweiten holen, damit ich das richtig schön stereomäßig überall habe. Und wenn ihr wieder disconnecten wollt, und aus ist der Spaß, da seht ihr Nokia Play 360 Grad disconnected. Ja, sensationelles Zubehör. Wie gesagt, wenn mich jemand fragt, was ist dein Gadget 2011, dann sage ich der Nokia Play 360 Grad Speaker. Für etwas über 100 Euro kann er euch gehören, investiert ein bisschen mehr, dann habt ihr zwei Geräte davon, könnt ihr überall in der Wohnung hinpacken, habt ein NFC-Gerät einfach einmal drauf und schon ist verbunden. Und ihr könnt da auch euer iPad drüber anschließen, eure Spielkonsole, alles, was irgendwie Bluetooth hat. Von daher, sensationelles Gerät, Nokia Play 360 Grad. Ich bin Sascha von netbooknews.de. Vielen Dank.